Hier ist wieder der Testmischel von YouTube. Heute wollte ich euch mal unterschiedliche Masken vorstellen. Die kann man zum Beispiel für Softair nehmen oder halt für Cosplay-Spiele. Wo es sie zu kaufen gibt, das zeige ich euch jetzt erstmal. Und hier hätten wir jetzt die handbemalte Maske mit der Bezeichnung Stillegion. Diese gibt es in drei verschiedenen Farben. Das wäre zum Beispiel Crushed Metal. Dann in Metal Blood und dann noch in Green Fire. Die Maske kostet 39,90 Euro und wird kostenlos geliefert. Den Link dazu im Textfeld unter dem Video einfach draufklicken, wird direkt auf Amazon weitergeleitet. Sollte diese mal nicht funktionieren, könnt ihr es gerne kommentar und posten. Ja, dann wollen wir mal anfangen. Die zeige ich nicht. Die habe ich nämlich schon mal im Video vorgestellt. Erinnert einen so ein bisschen an Army of Two. Also weg mit dir. Aber die Stillegion-Maske, die habe ich euch noch nicht gezeigt. Die schaut dann so aus. Ich brauche ein bisschen mehr Licht hier. So. Gibt es sie bereits schon gezeigt in drei verschiedenen Farben. Vorbereitung ist sehr gut, da gibt es eigentlich gar nichts zu bemängeln. Hier seht ihr noch so verschiedene Cuts, die reingemacht wurden. Wurde so auf metallisch getrimmt. Hier vorne habt ihr dann die Augen, also da, wo er durchguckt. Hier Einschusslöcher. Es sind auch keine scharfen Kanten hier. So schaut das Ganze dann von hinten aus. Das hier ist so ein bisschen dehnbar. Und die Bänder könnt ihr dann hier nochmal verstellen. So schaut die Innenseite aus und da seht ihr schon, ihr habt dann Polster. Das Ganze ist auch sehr stabil. Also hier könnt ihr auch ruhig mal gegenschießen, da passiert gar nichts. Ja, ziehe ich die Maske mal an, ist eigentlich super einfach. Macht da einfach so und dann stellt ihr die so an, wie die am besten sitzt. So schaut die Maske jetzt aus. Man kann eigentlich relativ noch gut dadurch sehen, ist wie so, wenn ihr eine Ansicht von der Fliege habt. Ja, hier mal kurz zur Verdeutlichung, wie das in der etwa aussieht. Man erkennt natürlich viel, viel mehr dann durch die Maske. Und die erinnert mich irgendwie so ein bisschen an den Film Mad Max. Ich meine, dort hätte einer so eine ähnliche dann getragen. Es gibt noch ein Problem. Die Maske liegt zu nah am Kopf an. Deswegen müsst ihr Folgendes am besten machen. Für die zusätzliche Polsterung kann man sich Schaumstoff zurechtschneiden. Dann kommt hier doppelseitiges Klebeband drauf. Alternativ kann man auch sowas hier nehmen. Das war, glaube ich, hier bei der Maske dabei gewesen. Und das wird jetzt hier reingeklebt. So, jetzt muss ich mal gerade hier ein bisschen pitteln. Hätte ich eigentlich schon vorbereiten können, aber ich habe nicht dran gedacht. Das ist genauso, wie kennt ihr das, wenn ihr Salat oder sowas in eine Tüte im Supermarkt reintun wollt und dann seid ihr auch erst wieder stundenlang an der Tüte am Titteln und das ist jetzt hier genau dasselbe, aber jetzt hab ich's. So. Boah, meine Fresse, ey. So. Das wird jetzt mal ein bisschen nach hinten ziehen. Hier so reingeklebt. Und jetzt liegt die Maske nicht mehr direkt am Gesicht an. Ja, und dadurch lässt sie sich dann auch viel bequemer tragen. Also hier haben wir jetzt die zusätzliche Polsterung hingemacht. Das heißt, ein bisschen Abstand ist dazwischen gekommen. Und jetzt kann man die richtig gut tragen. Man kann auch noch gut atmen hier durch. Leicht schwitzen tut man ein bisschen drunter, aber ist ja normal bei Masken. Ja. Passendes Oberteil habe ich jetzt keins gefunden. Da müsst ihr mal gucken, was am besten so optisch dann zu der Maske passt. Auf jeden Fall, interessante Maske. Sieht schick aus, ist gut verarbeitet, lässt sich angenehm tragen. Wer denkt, oh, sowas könnte ich auch mal gebrauchen, wie gesagt, den Link dazu im Textfeld unter dem Video. Das war der Testmischel von YouTube. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mich jetzt abonniert, verpasst ihr kein weiteres tolles Video.